in die Wertung gehen. Das ist Agustina Badea, die Teamkollegin von Gabriela Botterack, die für ihren Sprung eine 79 erhielt und damit einen Rückstand von 0,15 Punkten auf Gabriela Botterack aufweist nach dem ersten Gerät. Und damit ist auch bereits gesagt, dass Gabriela Botterack für ihren zweiten Sprung eine 9,85 sogar erhielt. Der Doppelsalto gehockt zum Abschluss der Stufen.